Leute, ja, ich habe heute no neue LPS bekommen, also nicht heute, das war schon lange her, aber ich habe kein Video davon gemacht. Aber jetzt mache ich eins davon. Ja, ich bin nicht gerade so happy, weil das sind die neuen LPS, die alten gibt's ja nicht mehr. Und ja, ich habe nur eine Ausnahme gemacht, weil ich dachte, die können stehen. Aber leider können sie das nicht. Egal, fangen wir mal an. Also ich zeige erstmal das Zubehör, das ich selber gemacht habe. Hier, diese Decke habe ich also gestrickt. Ja, kann ein LPS schlafen oder Matratze. Ja, fangen wir mal weiter an. Dann, naja, ich glaube, den kennt jeder. Hier, dieser hier. Dieser Igel. Neue LPS. Ja, der kann nicht so gut stehen. Naja, der kann ein bisschen stehen. Aber nicht so doll. Das Doofe ist, die sind aus Gummi. Also dieser Igel ist hier so aus Gummi. Und die haben Löcher hier. Und keinen richtigen. Die sind so klein. Ja, das ist voll doof. Und die Köpfe gehen ab. Das wusste ich nicht. Ja. Das nächste ist dieser Hund, den hasse ich über alles, weil ich dachte, der kann stehen. Was aber totaler Reinfall war. Ja. Voll doof. Du enttäuschst mich. Naja, er kann. Bei jedem neuen LPS geht der Kopf ab. Diese Robbe hasse ich am meisten. Die fällt immer runter. Dieser Kopf ist so schwer. Und der geht auch ab. Gruselig. Ja, ich weiß. Machen wir weiter. Das Einzige, was ich mochte, war diese Robbe. Die ist die Einzige, die vernünftig ist und steht. Yay. Sie ist aber auch süß, aber trotzdem ein neues LPS. Die Einzige, die süß ist. Ja. Dann habe ich dieser Hund. Naja, der sieht ein bisschen gruselig aus wegen den Augen, aber ja, sonst okay. Dann der letzte ist dieser kleine hier. Ja, das war in so einem Überraschungspack. Ich dachte, es wäre jetzt in echter groß, aber ist es nicht. Das ist ein Fuchsbaby. Hier ist nochmal ein Fuchs. Ja, die sehen genau gleich aus. Den habe ich nicht neu. Also das ist, den habe ich jetzt nicht neu gekauft. Aber ja, das ist halt ein Fuchsbaby. Mama, Kindchen. Nein. Ja, jetzt kommen. Oh, ich habe die Zubehörteile vergessen. Egal. Ich mache jetzt die Zubehörteile auf jeden Fall. Ich hole die mal raus. Sorry Leute, aber ich habe gerade eben gesehen, ich habe die verlegt. Also ich habe die jetzt nicht verloren. Ich habe die in einer großen Kiste. In einem großen, naja, in einer großen Tüte. Und da komme ich jetzt gerade nicht dran, weil da etwas anderes Großes drauf liegt. Ja, sorry Leute, aber ich versuche es jetzt mal rauszubekommen. Extra für euch. Einen Moment. Also, ich habe das jetzt alles rausgeholt. Das packen wir mal weg. Kusch, kusch. Ich natürlich nicht. Also zuerst habe ich diesen Hintergrund geholt. Einen Moment. Ja. Ja, ich hatte halt noch nie einen Hintergrund. Und das ist mein erstes Mal. Da habe ich ein paar Sticker raufgeklebt, weil da Sticker dazu gehörten. Ja. Weiter geht's. Dann habe ich. Einen Moment. So einen Tisch bekommen mit so einem schwarzen Ding. Den kann man so ranmachen und dann so einen Schirm. Dann sieht es so aus. Ja, dann habe ich so eine Liege bekommen und noch so eine. Dann noch so eine Pflanze. Ja.
Dann habe ich noch so eine Gabel. Ja, ich habe noch einen Löffel davon, aber den finde ich jetzt gerade nicht. Und dann so einen Grill. Ja, dann hier so ein Mini-Radio. Dann ein Hotdog. Zwei Getränke. Hier ist der zweite. Ups. Hier. Mit Schirmchen. Yay. Und ein Knochen. Das Doofe ist eigentlich an jedem Essen. Die haben jetzt so ein Ding dran, ne? Dass man so in die Löcher von den LPS reinstecken kann. Zum Beispiel bei ihr hat sie jetzt ein Loch am Ohr. Den kann man dann halt so reinstecken. Ja, ich weiß. Doof. Finde ich auch doof. Also jetzt nichts gegen die, die es mögen, aber ich finde es halt nicht schön. Ja, dann habe ich noch sowas für den Grill. Und noch sowas. So ein Portemonnaie. Oder was das auch ist. Schreibt in die Kommis, was das ist. Also wer weiß, was das ist. Dann noch so ein Fisch. Ja, das war jetzt erstmal ein Pack. Mit diesem Tier drinne. Und diesem. Ja. Weiter geht's. Den Hintergrund lasse ich. Sieht gut aus. Ja. Dann habe ich erstmal von Woolworth so eine Dinger. Die benutze ich öfters als Kissen. Voll cool. Ja, und zum Basteln. Ich liebe Basteln. Und noch so eine Herzchen. Ja. Dann könnte ich vielleicht auch was anfangen. Dann habe ich so einen Tisch mit einem Babystuhl. Den kann man hier so ran machen. Und mit so einem Stuhl, normalen Stühlen. Davon habe ich vier Stück. Ja. Genau, sehr, sehr schön. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bye. Ich vermisse euch jetzt schon.